Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich rede für die Partei, die Gott sei Dank nicht zu Ihrem Kartell gehört. Warum haben Sie, SPD, CDU, Linke und FDP, nicht gleich in die Geschäftsordnung hineingeschrieben, die Anwesenheit der NPD-Abgeordneten im Sitzungssaal ist unzulässig, insofern spielt das Wahlergebnis keine Rolle? Schreiben Sie das doch so rein, das wäre doch mal was. Es wäre wenigstens ehrlich, denn die Verschärfung der Regelungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung, wie Sie es nennen, richten sich natürlich nicht gegen Sie. Es handelt sich um Werkzeuge im Kampf gegen die NPD in der Hand einer zutiefst parteiischen Sitzungsführung, die Sie kontrollieren. Außerdem soll das Wahlergebnis nachträglich korrigiert werden. Dazu dient der neue § 99 der Geschäftsordnung. Da heißt es, wegen gröblicher Verletzung der Ordnung kann der Präsident, der völlig unparteiisch ist, ein Mitglied des Landtages von der laufenden Sitzung sowie auch für mehrere Sitzungstage ausschließen, auch ohne dass ein Ordnungsruf ergangen ist. Herr Abgeordneter, ich muss Sie unterbrechen und für Ihren Ausspruch der parteiischen Sitzungsführung erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Mhm. Was ist eine gröbliche Verletzung? Das definieren allein Sie nach Ihren Parteistatuten. Dafür ist noch unbestimmter Rechtsbegriff geschmeichelt, das ist reine Willkür. Was heißt mehrere Sitzungstage? 2, 5, 10 oder noch mehr? Heute ist der 87. Sitzungstag. Die Legislaturperiode, ja, bin gespannt mal, dauert noch 1 Jahr und 8 Monate. Das wären maximal noch einmal 60 Sitzungstage. Die würde ich dann gleich als übliches Verbannungsmaß vorschlagen, wenn Sie konsequent sein wollen. Erledigen Sie das am besten gleich in einer Sitzung. Es gibt 6 NPD-Abgeordnete. Saugen Sie sich 6-mal irgendwelche banalen Anlässe aus den Fingern, die Sie zur gröblichen Störung der Ordnung erklären, und der lästige Wählerwille von 2006 ist weg auf eine Weise, die Ihrer Anschauung von Demokratie würdig ist. Der weitere Wortlaut des § 99 wäre dann überflüssig. Da heißt es dann noch, wenn der betreffende NPD-Abgeordnete den Sitzungssaal nicht sofort verlässt, kann er sich auch noch den Ausschluss für weitere Sitzungstage verdienen. Das könnte dann aber die Grenzen der Legislaturperiode überschreiten. In diesem Zusammenhang würde eine kleine Verfassungsänderung helfen, wonach Entscheidungen auf Grundlage der jeweiligen Geschäftsordnung unbegrenzt in die folgenden Legislaturperioden hineinreichen zur Sicherheit. Falls Sie dabei rechtliche Hilfe brauchen, fragen Sie Ihre unparteiische Vorsitzende des Landesverfassungsgerichts, Frau Kohl, Klammer auf, SPD, Klammer zu. Die hilft Ihnen sicher. Übrigens, warum nur Verbannung aus dem Sitzungssaal? Keine halben Sachen. Warum nicht gleich Hausverbot für Schloss oder eine Anti-NPD-Bannmeile um Schwerin herum? Interessant auch § 99.2 der Geschäftsordnung. Herr Abgeordneter, ich muss Sie noch mal unterbrechen. Herr Abgeordneter, ich muss Sie noch mal unterbrechen. Sie müssen auch in Ihrem Redebeitrag die Würde des Hauses beachten. Und ebenfalls lasse ich es nicht zu, dass Sie hier das Verfassungsgericht unwürdig benennen. Na schön, in diesem § 99.2 steht der Sitzungsausschluss. Herr Köster, das war jetzt eine Kritik an der Amtsführung. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Der Sitzungsausschluss kann auch nachträglich spätestens in der auf die gröbliche Verletzung der Ordnung folgenden Sitzung ausgesprochen werden, falls man irgendwas übersehen hat. Ich schlage einen neuen § 99.3 vor. Ein Sitzungsausschluss von unbegrenzter Dauer kann auch präventiv ausgesprochen werden, wenn derjenige selbsternannte Demokrat, der gerade Präsident spielt, irgendwie das Gefühl hat, ein Abgeordneter der NPD könnte auf die Idee kommen, gröblich die Ordnung zu stören. Ich möchte Ihnen ja nur helfen, nicht? Sie spekulieren darauf, dass im Volk noch der alte Untertanengeist vorherrscht. Sie stellen sich vor, dass angesichts von Sitzungsausschlüssen von NPD-Volksvertretern die Leute sagen würden, ganz erschrocken, huh, diese bösen Buben, die werden ausgeschlossen, die sehen wir nie wieder. Aber vielleicht mögen die Leute ja böse Buben. Vielleicht haben sie die herrschenden Verhältnisse ja satt und mögen die alten Parteiautoritäten nicht mehr. Vielleicht verkalkulieren sie sich ja. Wir werden, wie Sie an dieser Rede auch sehen, uns von dieser neuen Knebelungsordnung nicht beeindrucken lassen und weiterhin sagen, was wir denken. Auch wenn Sie demnächst die Geschäftsordnung des Römischen Senats unter Nero einführen sollten. Vielleicht finden Sie die ja irgendwo noch. Vielen Dank. Machen Sie gut weiter. Herr Abgeordneter Andrejewski, erteile Ihnen den zweiten Ordnungsruf und mache Sie darauf aufmerksam, dass beim dritten Ordnungsruf Ihnen das Wort entzogen wird. Es handelt sich hier nicht um eine Knebelgeschäftsordnung, das weiß ich stark zurück. Herr Pasteurs, ich erteile auch Ihnen jetzt einen Ordnungsruf für diesen Schritt. Herr Bormann, dafür erhalten Sie auch einen Ordnungsruf.
von mir. Und ich ermahne Sie jetzt wirklich noch mal, die Würde dieses Hauses hier zu betrachten, zu bedenken. Herr Bormann, dafür erteile ich Ihnen den zweiten Ordnungsruf und mache Sie entsprechend des § 99 darauf aufmerksam. Beim dritten Ordnungsruf wird Ihnen das Wort entzogen. Herr Köster, auch Ihnen erteile ich einen zweiten Ordnungsruf und mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie bei einem dritten Ordnungsruf das Wort entzogen bekommen.